Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach hausgemachtes Tahin, also sprich Sesammus, herstellen könnt. Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sesammus wird in vielen verschiedenen Gerichten verwendet. Tahin ist ganz einfach herzustellen und es bildet im Prinzip ein Basic der veganen basischen Küche. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, wie ihr Tahin herstellen könnt. Also ihr könnt entweder geschälten Sesam nehmen oder ungeschälten Sesam. Bei geschältem Sesam wird das Tahin milder und etwas heller. Bei ungeschältem Sesam wird es hingegen etwas dunkler und etwas bitterer, weil dann die ganzen Bitterstoffe von der Schale noch enthalten sind. Ich verwende immer ungeschälten Sesam, weil ich dann einfach mit der Schale auch noch die ganzen Nährstoffe und Ballaststoffe mit aufnehme. Und das ist mir halt eben sehr, sehr wichtig bei der ausgewogenen Ernährung. Und deswegen werden wir jetzt das ungeschälte Sesam nehmen. Also, wir fangen jetzt an. Wir nehmen jetzt unseren ungeschälten Sesam. Wir geben das Ganze in einen Foodprozessor. Dazu geben wir etwas Pflanzenöl, da bietet sich an entweder Sonnenblumenöl oder Sesamöl, ihr könnt aber auch Olivenöl nehmen, also ein Öl eurer Wahl. Das geben wir hinzu und auf Wunsch noch etwas Salz. So, ihr seht, so nach ein paar Minuten wird der Sesam schon etwas aufgebrochen und die Flüssigkeit oder die Masse wird schon etwas flüssiger und cremiger. Wartet einfach 15 Minuten, schaltet so langsam in die höchste Stufe. Wenn der Mixer überhitzt werden sollte, dann gönnt ihm eine kurze Pause und schaltet einfach mal 2 Minuten aus und macht den Vorgang einfach von vorne. So, unser Sesammus ist jetzt fertig. Wir füllen das Mousse jetzt in ein schönes Glas um, was ihr auch schön verschließen könnt und im Kühlschrank lagern könnt. So ihr Lieben, unser hausgemachtes Tahin-Sesammus ist jetzt auch fertig. Ihr habt gesehen, es ist total einfach herzustellen. Ja, es hat jetzt insgesamt 12 Minuten gedauert und es ist eine super Alternative zu der gekauften Sesampaste. Ja, ihr könnt das hervorragend, könnt ihr eure Salatsoßen damit aufwerten oder ihr macht es natürlich in euer selbstgemachtes Hummus. Ja, das Rezept verlinke ich euch auf jeden Fall oben in der Infobox. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Wünsche habt, dass ich euch irgendwas anderes Leckeres kochen darf, lasst mich das bitte sehr gerne wissen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!